Liebe Leute, willkommen zurück. Wir bauen heute und ich war schon mal ein bisschen fleißig, habe Holz besorgt und ein bisschen Lehm. Das brennt gerade im Brennofen und in der Zwischenzeit würde ich sagen, bauen wir mal ein paar Wände. Ich habe jetzt mal die Wände, die hier waren, abgerissen, auch die Zwischenwand hier und ich denke, wir machen das Ganze ein bisschen kleiner für den Moment, damit jeder hier erstmal ein bisschen Platz hat. Denn die stehen hier so rum. Ich glaube, so eine große Fläche wird gar nicht nötig sein. Das können wir alles wieder abreißen. Das hat eh keine Funktion. Auch diese Beete da oben und so. Das war jetzt zum Versuchen. Hier, das ist nicht weiter schlimm. Ciao. Kann ich das direkt rausnehmen? Leeren. So. Und dann ziehen wir das wieder raus. Das passt schon. Und dann bauen wir hier wieder... Magic Mushrooms. Und dann bauen wir hier irgendwas, was nicht ganz so riesig ist. Und dann aber lieber mehrere Etagen. Halt über den gesamten Zeitraum. Ich muss ja jetzt nicht alles hier fertigstellen. Aber nur mal so als... kleiner Plan für heute. Zeig mal her. Ich würde fast sagen... Rein von der Fläche her... Reicht das fast schon? So. Ich will hier zwischendurch immer mal schauen, wie das aussieht. Das gefällt mir schon ganz gut, glaube ich. Ich denke, von der Größe passt das so. Da hat jeder seinen Platz. Ich kann die Werkbänke und alles überall platzieren. Und können wir dann natürlich schauen, dass wir noch irgendwie einen Keller bauen oder so. Das wird schwierig. Ach, warte mal, wir haben aber so halbe, ne? Ich will mal eben was probieren. Die Dinger hier. Aber warte mal, der Boden soll ja veredelter Holzblock. Genau, dann haben wir den Weg hier drunter. Ach, schade. Ja gut, dann muss ich das nochmal eine Ecke tiefer machen. Das können wir ja gerade schon mal... Ein ganz tiefer, weiß ich nicht. Vielleicht so. Oder? Nicht. Also richtig eben muss das nicht. Was ist hier mit der Musik? Was ist denn hier los? Wer will Ärger? So, und dann komme ich hier nämlich auch durch und kann trotzdem diese halben Böden da oben machen. Also diese nicht ganz so hohen. So, und ich könnte zwar hier auch den Boden nehmen, damit das super gerade ist, aber ich finde, das muss gar nicht so gerade sein, die Wände. Deshalb habe ich mich für diesen Felsen hier entschieden. Dann hat das Ganze so ein bisschen so einen richtigen Keller-Katakomben-Charakter. Und ja, es muss nicht so super eben sein. Schauen wir mal, ich glaube, bis ganz an die Klippe komme ich noch nicht. Aber das muss ich vielleicht auch gar nicht. Hahaha, sehr gut. Ja, super. So einfach habe ich auch in keinem Spiel bisher irgendwie bauen können oder so. Das war ja bisher wirklich mit Abstand super einfach. Genau, das Veredelte, ja, wegen des Bodens überlege ich gerade, ob wir da nicht vielleicht lieber für einen
würden anfangen. Wir nehmen mal die Dinger hier. Und jetzt einfach nur, weil veredelt ist ein bisschen zu teuer. Jetzt ist das da mittendrin so ein... Komm, mach das mal weg hier. Dann machen wir das lieber so, oder? Für den Moment. Dann haben wir das. Da führt jetzt tatsächlich der Weg runter. Das ist jetzt erstmal nur so ein grobes Verstehen und vielleicht dann die Inspiration bekommen, was man hier machen kann. Meine grundsätzliche Idee war es ja tatsächlich, so einen Weg bis zur Klippe zu haben und dann direkt runter zu springen. Wobei das Springen natürlich mehr Sinn macht, je höher man ist. Wenn ich jetzt einfach nur, damit es cooler ist, da vorne das nochmal runtergrabe hier, damit das dann wirklich hier an der Klippe unten rauskommt, habe ich halt einen Meter oder so weniger Höhe. Und ich denke, das macht dann keinen Sinn. Aber wir schauen mal. Aber an sich schon mal nicht verkehrt. Ich denke, die Harke könnte noch helfen, um hier so ein bisschen mehr Freiheit zu haben, was die Terraforming-Geschichte angeht. Muss ich erstmal eben schauen, wer die nochmal hatte. War sie das nicht? We'll meet again. One day. Bettenstühle, Geschirr. Ansonsten muss es ja die Bäuerin sein. Nein, die ist es nicht. Brennofen. Denn die Harke? Ich weiß es nicht mehr. Ach, hier. Nee. Passt. You still here? Kann man das nicht irgendwo suchen, vielleicht? Manuelles Handwerk, Spitzhacke, Fackel, Holzfäller-Axt. Eine Suchfunktion wäre natürlich fantastisch, ne? Ich glaube einfach, ich übersehe das gerade. Irgendwo hier wird die schon sein. Dekorativ ist es ja nun nicht. Ich habe das Ding doch schon freigeschaltet, oder nicht? Ich schau mal kurz. Inzwischen Nacht. Und ich glaube einfach, die habe ich noch gar nicht gefunden. Wieso ich dann aber die Schuttharke herstellen könnte, also warum ich das Rezept dafür habe, weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Entweder habe ich jetzt komplett irgendwas übersehen, aber ist auch nicht so schlimm, Leute. Wir kriegen das auch so hin. So. Okay, das ist doch schon mal was. Also. Das soll für den Moment so genügen. Wir können mal schauen, ob wir... Ob wir... Darf man noch ein bisschen was bauen? Damit wir das hier so halbwegs fertig kriegen. Nee, warte mal, das ist was anderes hier, ne?
Es ist ja was anderes. Hier, das wollte ich haben. Hallo? So. Ach, wie schön das ist. Ist das nicht schön? Hier, da können überall Fenster rein. Mist. Können überall Fenster rein, weil wenn dann drin das Feuer lodert und man dann abends oder nachts zurückkommt, dann sieht man umso mehr davon. Und das ist das Ziel. So, das ist doch schon mal ein Anfang. Jetzt können wir natürlich schauen, dass wir das so ausgraben. Denn ich meine, das alles muss im Grunde doch hier weg, oder nicht? Das Schöne ist, dass man da tatsächlich die Materialien für zurückbekommt. So. Und hier vergraben wir meine Feinde. Also was auf jeden Fall sehr angenehm ist, dass es hier keine Statik gibt. Also alles hält, egal was. Das heißt, man kann im Grunde vermutlich auch einfach ein Haus oben, weit oben bauen und dann darunter alles wegmachen und dann hast du ein schwebendes Haus. Welches dann nur mit einer Leiter erreichbar ist. Also quasi vielleicht in etwa. Baumhaus. Ja, das muss ein bisschen breiter sein, was ich gern hätte hier. Oder wir machen es so. Ich muss jetzt ein bisschen rumprobieren. Also ich muss nicht rumprobieren. Ich muss rumprobieren. Dieses Jahr glaubt, ich probiere hier rum. Dann hat man ohne Probleme ein Baumhaus. Jetzt muss ich nur mal schauen, inwiefern ich das tatsächlich so bauen kann, wie ich gern möchte. Ich schätze, in erster Linie müsste ich das Ganze ein bisschen größer machen. Aber ja doch, das ist ja schon sehr frei. Also das heißt, ich kann das so machen, dann haben wir es einmal drum. Das ist wirklich zum Bauen absolut ideal, weil ich nicht darauf angewiesen bin, dass jeden Block, jeder Boden, jede Wand oder was auch immer Kante an Kante sein muss. Ich kann die überlagern und es fügt sich dann ein und dadurch kann ich dann sagen, okay, das, weil eine weitere Platte wäre jetzt nochmal einen halben Meter weitergegangen. Und so ist das einfach nur genauso weit, wie ich es haben möchte, was absolut fantastisch ist. Hier, ich spreche davon. In anderen Spielen müsste ich das jetzt so bauen. Platte an Platte, Kante an Kante, anders ging es nicht. Und hier kann ich einfach sagen, nee, ich will das genau so haben. Und das macht aber optisch keinen Unterschied. Es sieht nicht komisch aus oder irgendwas. Genauso in diese Richtung. Hier kann ich machen, was ich will. Kann man dann natürlich nochmal noch feiner machen, wenn man nur so eine Ecke wie eben hat, dass man dann wirklich nur so ein kleines Stück nimmt und so weiter. Aber Leute, wir haben es doch, wir hauen raus. So, das ist schon mal was. Und dann würde ich sagen... Ach, das ist dann das Problem. Okay, verstehe. Was aber auch nicht schlimm ist. Im Grunde ist das Problem nur, dass der Weg hierher so schmal ist. Machen wir das Ganze mal so. Nee, komm. Ein Baumhaus muss schon aus Holz sein.
so nämlich. Das kann vorerst weg. Das heißt, jetzt macht es wahrscheinlich eher Sinn, diese Platten zu nehmen. Und die könnten wir ja dann im Grunde, ja. Gut. Und leicht ist halt auch, die Sachen abzureißen und neu hinzumachen. Aber jetzt für den Moment ist das nicht verkehrt. Ich denke, ich werde nicht genug haben für das. Ne, genau. Weshalb ich das jetzt erstmal lasse, das Veredelte. Das ist jetzt so ein bisschen natürlich endloses Austoben und Ausprobieren und das Bauen, was man selbst nie hatte. Ein Baumhaus. Ja, wir hatten nicht mal Bäume, weil wir keinen Garten hatten. Jetzt habe ich einen Garten, jetzt will ich kein Baumhaus. Warte mal, das Veredelte. Weißt du noch, Vitali? Ja, dafür brauchen wir jede Menge Holz wieder. Ich denke, die kann ich leider nicht auseinandernehmen. Hier müssten wir ein bisschen was bekommen. Ist sehr schön. Und es geht sogar noch weiter. Das heißt, wir sollten jetzt eigentlich in der Lage sein, das gesamte Haus damit einzudecken. Wir machen es sogar. Weg. So. Das kann ich nicht entfernen. Ach hier. Das entfernen wir. Die Tür. Kann ich nicht entfernen. Und das mal so. So, jetzt haben wir es. Wieso ist denn jetzt die Ecke hier eigentlich so? Womit hängt das denn zusammen? Muss das so sein? Muss ich wahrscheinlich aufnehmen, ne? Ah, ja. Machen wir das Ganze mal so. Im Grunde macht es keinen Sinn, den Haupteingang hier zu haben, weil ich fast nie von da kommen werde. Ich denke, der Haupteingang würde hier mehr Sinn machen. Aber auch das ist am Ende irgendwie so ein bisschen egal, weil wann gehe ich da ran und rein? Es kann einfach nur so eine Öffnung sein, das passiert nichts. Ab und zu mal ein Wolf oder so. Weshalb ich sagen würde, dass wir das einmal so machen. Und wir da den Haupteingang reinhauen. Und dann links und rechts davon das Ganze so machen. Nee, ich will es noch besser haben. Jetzt gern so. Okay. Das ist jetzt alles sehr basic, aber für den Anfang schon mal etwas, womit ich leben kann. Was haben wir denn bei den Dächern? Da haben wir auch nur diese aktuell. Die werde ich jetzt nicht bauen. Hat es damit auf sich? Können wir das irgendwie?
Ja, verstehe, okay. Das sind die Vierer. Das müsste ja so eigentlich machbar sein. So. Das sieht dann halt ein bisschen unordentlich aus, ne? Also das Dach ist auf jeden Fall für mich persönlich sehr relevant. Das ist mir zu basic. Das hätte ich sehr gern. Und das hätte ich noch sehr viel lieber. Schauen mal, ob ich ein bisschen Teer. Bin der Meinung, ich habe hier ein bisschen was reingejobbt. Das hat dann irgendwie eine halbe Stunde gedauert oder so. Ja, wir kommen der Sache näher. Zeig mal her. Sehr schön, damit kriegen wir ein bisschen was. Wir brauchen Holz, Leute. Wir brauchen Holz. Zack. Halt, das geht schneller. Und hier vorne haben wir sogar Feuerstein, stimmt. Das heißt, damit können wir natürlich auch was machen. Hier nämlich. Ja. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Was haben wir denn? Haben wir kein Holz? Nur. Okay. Nur ein paar Äste. So, wir schauen mal. Jetzt bin ich aber wirklich gespannt. Ja, nicht die Fackel vielleicht. Mach mal so. Das Ding. Alles klar. Herr Kommissar. Was? Das sieht auf den Bildern aber anders aus. Habe ich was Falsches ausgewählt? Nee, oder? Das ist auch den Aufwand jetzt nicht wert, so wie das aussieht. Also nichts gegen das Dach. Aber wisst ihr was? Wir machen es trotzdem. Jetzt will ich mal eben schauen. Das passt soweit. Ja, es sieht nicht aus wie auf den Bildern. Es sieht eigentlich aus wie Heu oder so. Aber hier müssen wir das Dach auch noch ändern. Wobei das. Ach nee, die brauchen ja alle einen Unterschlupf. Deshalb sieht das so aus. Wie machen wir das? Wie machen wir das denn? Ja. Das sieht natürlich auch ein bisschen Käse aus hier. Mach mal auf. Mach mal so. Ja, obwohl, ist doch. Das ist doch richtig.
Das ersetzt das ja jetzt. Dann haben wir alle ein bisschen höhere Decken. Man kann sogar ein Dachboot machen. Okay. Ich bin überzeugt. Ihr Nasen. Der Papa gebaut. Gar nicht so schlecht, ne? Achso, warte mal, du brauchst das hier noch. Ja, gefällt mir. Wie die mich alle mal anstarren. Wir haben halt auch noch so viel zu tun, ne? Aber nee, wir müssen auch am Haus ein bisschen rumbauen. Das ist ja wirklich ein großer Bestandteil, wie ich schon gesagt habe. Das Bauen, das Terraforming und so, das ist so super einfach und toll gemacht. Man merkt richtig, wie man so, ach, warte mal, das geht auch und dann kann man da noch buddeln und da graben und dann macht man da noch ein Holzbrett drüber. Plus, die Sachen können einfach schweben, was halt fantastisch ist, weil man kann sich hier richtig austoben. Wie ergibt sich das? Wie macht das hier Sinn? Was könnte man hier bauen? Vor allem, was lagere ich da? Ich habe schon gedacht, wenn ich nur magische Truhen habe, dann kann ich das so clean halten, dass alle Truhen im Keller sind. Denn der Vorteil der magischen Truhe ist ja, dass alles, was ich reinpacke, kann ich zum Bauen verwenden und muss das nicht an mir haben, was einfach. Ich finde, das sollten sie als Standard. Feature im Spiel haben, ehrlich gesagt. Das ist immer Gold wert. Denn hier ist ja nun mal mein Bereich und mein Baugebiet und so. Dann finde ich alles, was ich entweder an mir habe oder in diesem Baugebiet irgendwie in der Truhe ist, sollte immer verfügbar sein. Aber gut, das ist deren Entscheidung. Dafür gibt es jetzt die magische Truhe. Und dann machen wir es so. Und ich würde sagen, wir. Bauen hier noch eine Treppe hin. Machen wir so eine Steintreppe. Was ist das? Grober Feuersteinblock. Ja. Ja, das ist jetzt natürlich. Aber obwohl, da kann man ja im Grunde eine kleine Treppe auch hier bauen. Aber eben nur eine kleine. Kleine Treppe hier. Obwohl, wäre jetzt auch eine große. Obwohl, die ist kürzer, ne? Will man das so? Weiß ich noch nicht. So, wir gehen mal hier nach oben und schauen mal, dass wir für den Moment erstmal hier so ein Ding hinstellen. Oh. So. Vielleicht ergibt sich das ja dann mit der Zeit. Wir wechseln rüber zu den Dächern. Hier haben wir noch ein bisschen Platz. Und das war's schon. Ja, Teer ist halt sehr aufwendig. Das dauert halt ewig. Erde und Holz. Wir holen noch mal ein bisschen Holz. Dann kann das nämlich im Hintergrund arbeiten. Ich bin der Meinung, 25 Minuten oder sogar 30 Minuten dauert das, bis so ein Teerklumpen fertig ist. Und da können wir ja dann mal dafür sorgen, ein bisschen Holz besorgen und dann kann das so schön im Hintergrund arbeiten und irgendwann fällt es mir dann wieder ein und dann ist es umso schöner, wenn wir was da haben. Jetzt stellt euch mal vor. Dieses Bauen wäre nicht begrenzt auf, was ist das Maximum dann, 240 mal 240 oder was, ich weiß es nicht. Sondern ihr könntet überall bauen. Ein gut aussehendes Minecraft. Ich da nicht noch so ein Ding gesehen? Doch, da oben. Ja gut, das ist noch ein bisschen schwierig. Man muss halt genau treffen, aber. Ja. Du kannst bauen, wo du willst, was du willst, du kannst graben, wo du willst, das geht ja jetzt schon, aber in ganz vielen Dingen macht es dann einfach keinen Sinn und du denkst dir, okay, warum sollte ich hier graben?
Aber wenn du von hier jetzt einfach so eine gigantische Brücke darüber bauen könntest, ich meine, das ist natürlich Performance-Fresser 5000, aber stellt es euch nur mal vor. Und dann so eine schwebende Insel und darauf hast du dein ganzes Zeug und von da springst du dann immer in die Gebiete, die du haben möchtest. Aber wie gesagt, das ist dann performancemäßig schwierig. Deshalb müssen sie es ja auch so begrenzen. Wenn du hier so 1000 Objekte noch mit reinfügst und so, dann wird es eher schlecht laufen und ich denke, das macht dann auch keinen Sinn mehr. Aber man wird ja wohl noch träumen dürfen. Ach so, siehst du? Hau mal rein. Ach toll. Auch die Symbole, das sieht alles so nett aus, ne? Alles so schön gemacht. Liebevoll. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich diese Bilder hier schon mal gesehen habe. Ja, das ist irgendwie so schön erfrischend. Auch wenn es die Sachen sind, die es überall gibt. Stein, Stock, bau dir eine Axt, bla bla, Survival halt. Ist es trotzdem so schön erfrischend neu gestaltet, finde ich, und so eigen, dass man sich das einfach gern anschaut. Wie fehlen denn 72 für ein Dings? Für sie wird das jetzt leider noch nicht reichen. Aber das interessiert mich eigentlich auch nicht. Wie, das ist doch nicht richtig drauf, oder? Aber gerade so, das sind, wie heißen diese Dinger? So Fenster, die bis zum Boden gehen. Nee, das gefällt mir nicht. Das soll ja auch eher so eine Terrasse sein. Das macht so, glaube ich, gar keinen Sinn. Wir wechseln mal rüber zum vorerst normalen Holzblock. Und dann schauen wir mal. Was hätte ich gern? Das gefällt mir jetzt so rein vom Material her nicht, aber so vom Prinzip her denke ich, ist das schon eher etwas, was ich anstrebe, so ein kleines Geländer eben. Wäre natürlich schön, wenn man da jetzt so Blumen drauf machen könnte. So ein Blumenkasten von, weiß ich nicht, Obi. Ich will mal eben schauen. Er hat hier doch den ganzen Käse, oder? Geheimtüren. Ah, sehr cool. Okay. Oh, das ist eine schöne Tür. Polierte Holztür. Machbar. Lichtquellen. Haben wir so ein Ding. Holz und Stoff.
Wie, der auch? Ja, perfekt. Ja, das passt. Nee. Ja, das Fällen bringt ein paar mehr. Also wenn man die abbaut, bekommt man zwei, glaube ich. Wenn man sie fällt. 12 oder 18, ja. Ja, macht schon Sinn, die zu fällen. Lichtquellen. Kein Slot im Rucksack verfügbar. Ja. Damit kann ich dienen. Hau die erstmal rüber, die Dinger ebenfalls. Lichtquellen. Gib mir davon mal was. Okay, die sind so ein bisschen mickrig, aber das ist okay. Das hätten wir. Und dann vielleicht hier drin. So in eurer Ecke, ne? Ihr seht ja nichts sonst. Das ist doch ganz nett. Sehr schön, das gefällt mir. Und ja klar, also Deko-Elemente gibt es Hunderttausende, das haben wir gerade gesehen. Da kann ich alles mögliche hinstellen. Ich kann hier draußen natürlich auch ein paar Schränke aufbauen und so weiter. Wofür das jetzt tatsächlich nötig ist, das hier zu bauen, weiß ich noch nicht. Aber wir haben es schon mal. Ist das nicht auch was wert? So nämlich. Ich sehe halt original nichts, ne? Ah! So, das hätten wir. Schade, dass ich die Äste hier nicht einzeln abmachen kann. Das wär's. Was man aber machen kann, ist den Baum fällen und dann steht die Hütte hier immer noch. Und man hat die Äste nicht mehr. Aber das hat dann natürlich nicht den gleichen Effekt. Genau, wenn das alles aus diesem veredelten Holz wäre, wäre es natürlich ideal, aber so. Macht das doch was her, gerade jetzt hier so im Mondschein. Ah, toll. Wir hauen uns mal hin, dann können wir ein bisschen was sehen gleich. Das sieht natürlich nicht ideal aus, ne? Dass das da nicht ganz dran ist. Aber gut, damit kann ich, glaube ich, leben. Damit kann ich, glaube ich, leben. Ha. Wir gucken mal, ob Teer fertig ist. Nur 20.
6 Minuten dauert es. Nee, dann habe ich, das verwechselt. Wir bräuchten mehr Holz. Wir haben hier noch ein bisschen was. Hau mal rein. Und Kohle können wir dann separat... Ah ja, okay. Bin am Überlegen, das hier mal auszuprobieren, ehrlich gesagt. Ich denke fast, das gefällt mir ein bisschen besser. Das sieht ein bisschen zu basic aus irgendwie. Ich glaube, ich muss dann auch mit einer anderen Strategie um die Ecke kommen, wie ich hier das mit den Bäumen mache. Ich weiß nicht, ob die nachwachsen oder nicht. Ich kann sie natürlich als Setzling dann im Hochbeet bauen, quasi anbauen, aber... Ah, das ist schon alles hier feuersteinmäßig. Oder? Vielleicht doch nicht. Hier gibt es mehr von dem Zeug. Das ist ja schon mal sehr nett. Könnte man im Grunde so eine eigene Mine bauen, ne? Weil das, obwohl das respawnt auch nicht in meiner Base. Ganz im Ernst, jetzt wo ich das so sehe, denke ich fast, die können da wohnen in so einer Hütte. Ich will hier so ein Erdloch haben. Ich will so einen Untergrund, wo mich keiner findet. Jetzt vielleicht nicht unbedingt von Feuerstein umgeben, aber... Das würde mir schon eher zusagen. Ich brauche die Harke halt. Dann kann man hier so richtig so ein Hobbit-Haus bauen. Im Erdhügel. Und das ist ja schon einer, aber der ist mir zu weit weg, ehrlich gesagt. So, zeig mal her hier. Das wäre dann das hier. Ja. 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 Das ist es. Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Es gibt doch einen besseren Kontrast irgendwie. Das hat so ein bisschen so einen Blauschimmer mit drin. Das sieht doch wesentlich besser aus. Nein! Sorry. Ja, ich denke, damit bin ich zufrieden. Nee, warte mal, das da drin will ich raus haben. Das hier. Das da. Wie, das reicht nicht. Doch. Okay, von innen sieht es identisch aus. Aber außen ist relevant. Ja, das sieht schon sehr viel besser aus. Das gefällt mir besser. Ich denke, hier sind noch so ein paar... Weil das ist das alte Dach, was da noch so durchschimmert. Und genauso wie hier, das ist das alte Mauerwerk. Ich vermute, das ist entweder ein Bug oder man muss es komplett einmal abreißen, um es dann sauber schön zu machen und nicht sofort ersetzen. Aber keine Ahnung. Haben wir da noch Dings? Nee. Ah, das gefällt mir schon ganz gut. Jetzt mit den hohen Decken auch. Wie kann ich das denn da zuschließen? Was ist das denn hier eigentlich? Ja. Wisst ihr, was ich meine? Das da oben. Müsste das nicht eigentlich... Weil das ist ja jetzt nur so. Ich sehe halt auch nichts.
Das gibt's hier nicht, oder was? So einen kleinen. Das ist auch schön. Sag doch mal, oder Jungs? Sieht doch toll aus. Was ist das hier? Einzelner Block Dach. Okay. Ich versuche das gerade mal so ein bisschen zu verstehen. Okay. Oh, jetzt habe ich die falsche Taste. Sorry, war keine Absicht. So, jetzt hier. Okay, krass. Also, und das haben mir auch einige von euch im ersten Livestream gesagt, man kann die auch einzeln nehmen. Was jetzt natürlich ein neues Kapitel öffnet mit, bau doch, was du willst. Und nicht, also bau, wie du willst und nicht bau eine Wand und so weiter, sondern mach Stein auf Stein und schau mal, was passiert. Das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Und kann sehr, sehr viel Zeit fressen. Sehr, sehr viel Zeit. Weil man natürlich auch einfach probieren kann und sagen kann, ah nee, das wird dann doch nichts. Wir probieren es mal so oder so. Ich kann die Blöcke natürlich auch größer machen. Das ist gefährlich, so ein Spiel, oder? So, und dann könnte man doch im Grunde auch einfach sagen... Ne, warte mal, das ist ja dann ein ganzer Block hier. Das heißt, sinnvoll wäre es dann doch eher, diese Dinger zu nehmen. Dann zu sagen... Das jetzt nicht unbedingt. Ich wollte das hier. Oh Gott. Was für ein Kapitel habe ich da jetzt gerade geöffnet, ey. Das ist ja... Das ist ja fantastisch. Und wahrscheinlich würde es sogar mehr Sinn machen, die Sachen so schön zu halten, dass man sagt, ja okay, das muss jetzt nicht alles in Ziegelrot sein, sondern man kann natürlich damit variieren und sagen, hey, aber hier vorne oder hier drauf kannst du einen hässlichen Steinklumpen setzen. Oder dann aber später halt eine Kerze, eine Fackel, ein Teller, eine Vase, was auch immer. Das ist wirklich krass. Oh nee.
So, jetzt können wir nämlich das verdecken. Und es ist so leicht, das wieder zu beheben, wenn man mal einen Fehler macht oder wenn man irgendwas baut und sagt, na, gefällt mir nicht. Dann kann man das einfach wieder gerade rücken. Man kann sich natürlich auch, wo ich gerade die Fenster sehe, Fensteröffnungen machen, wie man möchte. Tatsächliche Fenster bis zum Boden. Wo dann möglicherweise zwei Fenster übereinander gehen. Ich weiß nicht, ob später noch Glas kommt oder sowas. Ob man das dann als Einzelblock reinsetzen kann. Von wegen so einem Glasboden oder irgendwas. Aber so rein vom Prinzip her hat man ja bis auf die Fläche, was die Kreativität angeht, schon ziemlich viel Freiheit jetzt. Also ziemlich viel. Und wie gesagt, ich denke, fast sinnvoller wäre es gewesen, das Ding hier in der anderen Farbe zu machen. Probier das mal damit. Ja, das sieht jetzt nicht ganz so schön aus. Na, ja, wobei das Dach. Kann man sich überlegen, wie man das haben will. Ist immer so ein bisschen so eine Materialfrage, finde ich. Aber Ziegelblock ist halt schon recht teuer, sage ich mal, was das... da erstmal hinreisen, das besorgen, dann werden die Ziegel draus. Ja, das könnte schon besser passen. So ein bisschen die Schuhe müssen zum Gürtel passen. Das vorher gemacht. Ah, na, so. Ja, das macht mehr Sinn. Da ist ein bisschen mehr los dann farblich. Das ist besser, als wenn das alles so einheitlich ist. Dann sieht man es ja auch kaum. So, wo war ich? wollten wir nicht vielleicht irgendwas machen noch? Das ist schon mal gar nicht verkehrt. Für den Anfang, wie gesagt, ob das so bleibt und ob das so sinnvoll ist, weiß ich jetzt noch nicht, aber... Können ja einfach mal sagen, wir setzen das jetzt hier draußen hin. So zum Beispiel. Hatten wir nicht noch so ein Ding? Eins habe ich kaputt gemacht. So nämlich. Und jetzt können wir sagen, Buschsetzling. Ein Setzling, der zu einer Pflanze heranwächst, wenn er in die richtige Erde eingesetzt wird. Ach nee, die werden gemacht, genau. Die haben wir ja gemacht. Das heißt, wir machen die Pflanzenfasern rein. Und jetzt frage ich mich, ob ich dafür Farmboden brauche. Oder wie das funktioniert. Ach nee, warte mal, ich kann das jetzt einfach... Das wird dann aber nur ein Busch, also... Äste quasi. Aber was natürlich ganz nett ist, ist, wenn das da so ist. Ich weiß nicht, wie ausladend das Ganze sein wird. Wir machen mal zwei hier drüben hin. Und zwei hier auf die Seite. Und dann werden wir sehen, wie das Ganze funktioniert. Wir essen mal eine Beere. Auch wenn wir die nicht brauchen. Ja, verstehe. Okay, cool, cool. Tomatensetzling, okay. Das haben wir bereits. Knochenmehl, Erdbeer, Beerenbusch, Maissetzling. Das wäre nicht verkehrt. Wenn ich auch mal Mais finde, muss ich dran denken. Farmboden, Äste, Wasser. Farmboden, Äste, Wasser. Ich hätte gern ein paar mehr Bäume hier. Farmboden,
Warmboden. Knochenmehl. Ich glaube, das haben wir zuhauf. Irgendwo verstaut. In den Tiefen dieser Kisten. Da. Wasser müssten wir eigentlich auch haben, oder? Ja. So. Auswählen. Wasser. Äste. Aus der Boden. Da. 2 Stunden für 41. Wir bauen uns unseren eigenen Wald. Aber das ist natürlich auch für die Zukunft bedacht, weil ich brauche eben Holz. Irgendwann fälle ich hier alles. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das respawnt. Kann ich jetzt so nicht sagen. Sieht im ersten Moment nicht so aus, aber kann natürlich auch mit dem Neustart zusammenhängen. Aber so alles in allem gefällt mir das richtig, richtig gut, was man hier machen kann. Das ist ja tatsächlich ein absoluter Spielplatz. Warte mal, das ist das Ding, ne? Nee, hä? Ach, hier. Dafür brauchen wir 72, 36. Das halbiert sogar die Ausgaben, wenn man das nur halb nutzt. Jetzt sagt man eher logisch, aber andere Spiele würden das so nicht machen. Andere Spiele hätten nicht mehr die Option, das so zu machen. Aber man verbraucht wirklich nur das, was hier benutzt wird, was wirklich absolut großartig ist. Wie gut das einfach ist. Wie viele Jahre hat es gedauert, bis so ein Spiel rauskam, oder? Wo man einfach bauen kann, wie man möchte, buddeln kann, wie man möchte. Das Ganze trotzdem noch eine Story hat, ein bisschen Kampf. Nicht zu schwer ist. Und das alles ist noch Early Access. Muss mal schauen. Hier haben wir noch Teer. Muss gleich mal schauen, was wir mit dem Teer machen können. Fast sagen, einfach damit das so ein bisschen einladender ist. Machen wir das mal so. So. So, was können wir denn mit dem Teer machen? Die Dinger können wir schon mal machen. Matte rote Farbe im Inventar 93. Hier ist der Feuersteinblock. Geteerter Holzblock, nee. Miasmaholz ist auch ganz nett eigentlich. Der veredelte sind die Holzbretter. Muss mal eben schauen, haben wir noch welche in Arbeit? Haben wir noch Holz da? Nee, das habe ich alles abgegeben. Ich möchte
möchte wenigstens ihr noch ein Dach über dem Kopf bieten. Was ist denn? Wieso? Was? Hallo? Ich? Dann doch nicht. Ach so, ja, ich hab's ja eingekürzt. Ja, das ist natürlich Käse. Warte mal. Wie machen wir das denn jetzt? So. Das wird schwierig. Na, das ist natürlich Quatsch jetzt. Das ist jetzt für den Moment nicht wichtig, aber das ist dann natürlich der Nachteil, wenn man ganze Wände und dann nur eine halbe Wand nimmt, weil man das nicht so groß haben will. Dann kommst du halt an den Punkt, an dem das Spiel dann eben dieses Format so nicht mehr... Ja, das ist Käse. Das heißt dann wohl, dass wir alles auf der Seite abreißen müssen. Das Ganze um eine ganze Wand erweitern müssen. Wobei, nee, warte mal. Ich sehe das doch gerade falsch hier. Das entfernen wir. Dann nehmen wir das Dach. So wird ein Schuh draus. Ja. Ja, ja, ja. Das macht Sinn. Das nur halb. Hier wieder er hier. Ah, da steht das im Weg, ne? Oh, das ist aber... Ich muss leider mal kurz weichen. Ich muss das hier kurz verstehen. Es geht da nicht ganz auf die Ecke. Woran liegt das? Stell dich mal vor, im echten Leben wäre das auch so. Dachdecker hätten einfach so ein Stück Dach und probieren dann mal so irgendwie so eine Mitte zu finden und alles so. Was machen die denn da? Aber irgendwas checke ich hier gerade nicht. Warum kann ich das denn hier nicht auf die Ecke machen? Da so. Das ist ja sehr merkwürdig. Das geht? Ach, brauche ich vielleicht... Zum... Ist das richtig? Ach, das ist richtig. Doch, doch. Ah, dann passt es. Vorsicht! Machen wir das so? So, jetzt passt es doch. Dann machen wir das halt so. Kleiner Durchgang. Aber den hätte ich ganz gern... So. Ach, gerade so. Ah! Schön Schieferstein. Oh, schön. Kopf. Oh ja, das ist doch was. Ja. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir das oben zukriegen. Und zwar... Ach schade, das passt nicht. Ja, kann man so machen. Ist das schön? Nee. Vor allem,
Das ist eine andere Farbe. Ey, die haben mir im Laden was anderes gesagt. Ja, aber für einen Moment ist das okay. Da kann man ja dann tatsächlich mit den einzelnen Blöcken so ein bisschen rumspielen. Aber jetzt für den Moment ist das nicht verkehrt. Mir gefällt tatsächlich dieses Dachfenster hier. Es ist hier jetzt so eine Luke. Aber das finde ich ganz nett. So ein bisschen Licht von oben. Wisst ihr, wie ich meine? Nämlich... Ach, der entfernt dann alles. Ja, warte mal. Entfernen das mal. Und dann bauen wir das. Gut, aber das wird ja nicht so aussehen... Nee. Das war nicht richtig, Chef. Das hier vielleicht? Was ist das denn? Oh Gott, ja, das wird mir ein bisschen zu... Mikroarbeit, das könnte stimmen. Hä, was ist das denn für eine Dimension? Warte mal. What? Ach, das sind vier von denen hier zusammen. Flachdach. Nee, mach mal hier Flachboden. So dachte ich mir das. So, Leute, wenn das nicht schön ist. Sie hat immer noch ein Dach über dem Kopf. Und wie gesagt, irgendwie Glas oder irgendwas wäre natürlich ganz cool. Oder Kristall, irgendwas Dezentes halt. Das wäre schon nicht verkehrt. Wieso da jetzt das alte Mauerwerk zu sehen ist, ich vermute mal, das ist ein Bug, aber daran störe ich mich eigentlich nicht so sehr. Wir schauen jetzt mal eben, ob wir beim Dach noch ein bisschen was... Ja, wir haben noch Platz. Gerade so gereicht. Ja, Leute, jetzt ist es doch schön. Ist es nicht gemütlich hier, Leute? Ihr seid so dankbar, das freut mich. Das hier vorne, ich bin gespannt, was es hiermit auf sich hat. Ich vermute, das werden diese länglichen, normalen Büsche, aus denen wir Äste gewinnen können. Ja, das mit dem Dach da, mit den alten Grafiken drin. Naja, gut, was soll's, mein Gott. Es gibt Schlimmeres. Können wir uns denn ein schönes Bett bauen? Hm, mein Freund? Wie wär's? Betten. Kunstvolles Holzbett. Das getrocknetes Fell. Anpinnen. Ich glaube, Nägel werden knapp. Pflanzenfaser. Garn. Holz und ich glaube, Nägel haben wir keine mehr. Aber nagelt mich da nicht fest. Oh, doch. Und was fehlt noch? Natürlich wie immer, Holz. Dann bauen wir uns nämlich ein schönes Bett. Was soll denn dieses kümmerliche kleine... Dieses Strohdings. So, jetzt haben wir alles. Herstellbare Menge. Die haben an alles gedacht, wirklich. Kleinigkeiten, die einem in anderen Spielen dann erst mit der Zeit auffallen. Man denkt so, oh, es wäre schon schön, wenn. Die haben hier die perfekte Kombination aus all diesen Kleinigkeiten gemacht. Die haben sogar Stofffetzen mit 3F geschrieben. Leute, wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Jetzt holen wir uns hier schön ein Holzbett. Nee, ein Holzbett. Bett. Oh, Feuerstell. Oh, das hätte ich auch gern. Bronzebarren geht nicht. Wie sieht es denn hiermit aus? Lehmklumpen 4? Das sieht doch schon viel besser aus. Warte mal kurz. Haben wir. Wie, das Bett geht jetzt nicht mehr? Ach doch, ein Slot im Rucksack. My pleasure. So, jetzt muss ich aufpassen, was ich zurückwerfe. Wir hauen jetzt erstmal diese ganzen Dachgeschichten hier und das alles rüber. Sehen jetzt zu,
dass wir das Bett bauen. Nämlich dieses. Das soll erstmal genügen. Abwählen. Herstellen. Und dann hätte ich ganz gern, da wir keine Bronzebarren haben, wenigstens das hier. Ja, Leute. Weg damit. Mit dem Plunder. Hier ist mein neues Bett, Leute. Wo hätte ich das gern? Ja, machen wir die Truhen mal auf diese Seite. Machen das mal eben so. Der kann da weg. Nee, der soll wirklich weg. Okay. Das Ding kann weg, denn wir brauchen davon nicht 100. Und jetzt hauen wir uns das Ding. So. Wie aufnehmen? Ach, daran kann ich nicht mal kochen? Was? Das meinen die nicht ernst. Ich weiß, dass Wärme ein Bonus ist und so, aber... Geht das wirklich nicht? Warte mal, ich glaube, ich verwechsel gerade Feuerstelle mit, Was habe ich denn hier? Feuerstelle? Hä? Und hier dran kann ich nicht kochen? Das ist aber äußerst merkwürdig. Ist das wirklich so? Tatsächlich. Ja, jetzt haben wir zwei Leute, da schaut ihr, ne? Aber wir haben Schutz, Wärme und Komfort Level 12. Also ich denke, wir können zufrieden sein. Das Ding stellen wir hier rüber. Wir sehen immer noch den Himmel. Und wie die Zeit vergeht. Ja, okay. Dann würde ich sagen, das war ein toller Ausflug in die Welt des Bauens hier bei Enshrouded. Beim nächsten Mal machen wir wieder ein paar Missionen. Kleine Sachen, große Sachen, wie auch immer. Was da auf uns warten. Wir sind bei Stufe 9. Die Sachen, die ich wirklich gern hätte, ist zum Beispiel diese Spindel da oben. Wir haben hier drüben noch was. Das könnte einfach nur eine Wurzel sein. Aber hier oben. Da spielt die Musik. Und dann machen wir vielleicht so einen kleinen Schlenker hier so lang. Vielleicht ist das hier nicht ganz so schwer. Und dann leveln wir vielleicht wenigstens auf Stufe 10. Denn so viel ist nun auch nicht mehr. Und dann schauen wir mal. Aber in diesem Sinne, das ist alles noch Experiment hier drüben. Aber ich muss ja auch verstehen, was hier möglich ist. Und was ich so machen kann. Und das, was ich sehe, gefällt mir wirklich sehr gut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dann springen wir wieder in diese wunderschöne Welt. Bis dahin. Ciao.